uns heißt nicht Olé, sondern Aha. Bei uns gibt's jetzt Johnny Depp. Er ist beim Filmfest in Venedig und außerdem zum Anschmachten Morten Harkett von Aha. In ein paar Sekündchen geht's los. Willkommen, liebe Zuschauer. Wir machen einen kleinen Ausflug in die Popmusik der 80er. Da gab es wohl kaum ein Jugendzimmer, in dem Morten Harkett nicht als Poster an der Wand hing und angeschmachtet wurde. 30 Jahre sind seit Take on Me vergangen, aber Aha sind immer noch top. Und mit dem Anschmachten, da hat sich wenig geändert. Aha-Effekt auch in Venedig. Johnny Depp ist dort heute aufgetaucht. Schön, dass Sie bei uns sind. Das Radfahren gehört zu Holland wie Tulpen und Käse. Wahrscheinlich wird nirgendwo sonst auf der Welt so viel Fahrrad gefahren wie in den Niederlanden. Und das soll auch so bleiben. Dafür macht sich der König höchstpersönlich stark. Und was es sonst Neues von den Promis gibt, sehen Sie jetzt in unserem Überblick. Sie hat dem ehrlichen Finder auch einen Finderlohn versprochen. Der morgige Samstagabend im ZDF gehört Helene Fischer. Erst gibt es um 20.15 Uhr die Highlights aus ihrem Berliner Konzert und dann eine Doku, in der wir sie hinter den Kulissen erleben. Wir zeigen Ihnen mal, was sie kurz vor einem Auftritt macht. Ja, vielleicht nicht atem, aber doch auf jeden Fall sprachlos macht es uns manchmal, wenn wir sehen, wie Stars heute so und morgen so aussehen können. Unsere Aha-Nayas der Woche. Und jetzt schauen wir nach Venedig. Jetzt bin ich doch ein bisschen neidisch, dass ich nicht selbst dort bin, denn Johnny Depp ist heute am Lido aufgetaucht. Mein Kollege Florian ist vor Ort. Das ist ja wirklich eine tolle Überraschung. Seine Frau gerade nicht in Reichweite ist. So, hat er die noch? Na gut. Wir freuen uns auf die Sendung am Montag und mir wurde gerade noch zugezwitschert, dass Sebastian Vettel, der vierfache Formel-1-Weltmeister, offenbar zum zweiten Mal Vater geworden ist. Es soll wieder ein Mädchen sein. Mehr dazu auf unserer Facebook-Seite facebook.com/leuteheute. Ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.